Okay, Siege für mindestens 5. Okay, ich springe mit RT. Okay, ich kann höher springen. Anleitung mit dem Titel Stick die Finger, okay. Blick hinein. Federkappe. Hm. Nice. Ausdauersamen. So, aber ich brauche den doch jetzt nicht nur dafür, oder? What do you think you're doing? That orb belongs to us. Get your filthy hands off it. Whoever you are, you've just made a seriously big mistake. Okay. Grimmige Greife. Dann würde ich mal sagen, greifen wir mal an. Multiverlangsamung. Hallöchen, Mohammed. So, wir heilen mal eben. Okay, nochmal Multiverlangsamung. Unsere Flinkheit ist um 2 Stufen gesenkt. Egal, ich greife mal A an. Und ich hoffe mal, ich überlebe das jetzt. Greif bloß mich nicht an. Säuse. Na super toll. Na super toll. Muss ich jetzt nichts mehr machen? Okay. Jetzt warten wir mal, bis Eric es geschafft hat. Oder auch nicht. Ja, geil. Wir haben verloren. Eine geheimnisvolle Kraft befördert dich zurück nach Kiesling. Du verlierst 817 Münzen. Ja, geil. Ich war zu schwach. Ich war zu schwach. Ja, okay. Stufe 9 reicht wohl nicht aus. Das heißt, auf den Weg zu den Greifen sollte ich, glaube ich, erstmal ein paar Monster bezwingen. Na gut, wissen wir Bescheid. Oder ich muss die Taktik umändern. Gegenstände. Transfer. Eric hat überhaupt nichts. Wir können Heilung wirken, also wäre es eigentlich gut. Einmal bitte da rein. Wenn wir tatsächlich. Nein. Einmal ausrüsten, bitte. Wenn wir tatsächlich die Sachen ihm geben. Wie viel Platz hat man eigentlich? Okay. Oh, das heißt, Level 10 wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Die Bewegung ist mal einen Tacken schneller hier. Wir versuchen die Greife nochmal zu erledigen.
Das war tatsächlich eine bittere Niederlage. Muss man sagen. Aber so ist das halt, ne? Man kennt halt nichts, man weiß nicht, wie stark die sind. Was gut ist, man geht nicht sofort Game Over. Das finde ich gut. Gut, man verliert halt die Hälfte des Geldes. Naja. Das heißt, ich sollte mich besser anstrengen. Ich denke mal, bei Bossfighten sollte ich tatsächlich auf Befehle befolgen gehen und die dann selbst steuern, die ganzen Kameraden. Sicher ist sicher. Wie sieht's eigentlich aus? 411 noch. Ich weiß nicht, ob bis Level 12, wie lange das dauern wird. Dann probieren einfach mal. Machen uns erstmal Level 10 und dann gucke ich mal, ob ich auf Taktik gehen kann. Also, so lang war der Weg ja auch zum Glück nicht. Wir haben soweit alles erkundet, alle Truhen geöffnet. Jetzt müssen wir nur noch halt Gegner besiegen. Und erstmal Level 10 erreichen. Vielleicht können wir noch mit den Talenten noch ein bisschen rumspielen. Nee, ihr braucht erst gar nicht abhauen. Und die machen auch schon ein bisschen Damage, ne? Gut, wir haben noch nicht die aktuellste Rüstung eigentlich, glaube ich, an. Weil ich doch ein bisschen sparen möchte. Tatsächlich bringt der herzlich wenig. Durch die Schmiede können wir ja auch einige Sachen upgraden. Und dadurch sparen wir ein bisschen Geld. Nice, ein Crit. Den hätte ich vorhin gut gebrauchen können. Und die Kräfte... Ja, die Kräfte müssen wir... steiniger Springbohnen. Was? Eric erlernt nur Koopkraft, die mit Ronos Hilfe benutzt werden kann. Verbrannte Erde. Nice. Warte mal, wir haben 7, ne? Ne, 6. Ah, shit. Und eine 7. Können wir mit Hinterlist was machen? Kleptomane. Treffsicherheit mit Bumerang. Steigert die Chance auf Treffer. Metallwurf brauche ich, glaube ich, fürs Erste nicht. Dann nehmen wir mal die Treffsicherheit. So. Haben wir hier vielleicht noch was? Kritische Trefferchance. Drachenhieb. Machen wir erstmal auf Crit. Was ist denn das Nächste? Schützendes Schwert gewährt eine geschmeidige Haltung, welche die Anzahl ausgeführten Paraden stark steigern kann. Okay. Hab noch keine Ahnung, was es bedeutet. Was soll's? Werden wir noch herausfinden. Aber jetzt haben wir ein bisschen hoffentlich gestärkt. Sollte auch nicht mehr so viel brauchen, ne? 199 noch.
Zick. Who else wants some? Nehmen wir noch den nächsten. Sollten noch zwei Kämpfe erst noch sein. Weil die haben ja schon einiges an Erfahrungspunkte gegeben. Vier Liter Weihwasser. Ja. Ich glaube, das sollte reichen. Ah, was? Verfehlt? Ich habe doch gerade ein bisschen gesteigert. Alter! Geht weg von mir. So, wir müssten jetzt Level 10 gehen. Ja, wollte gerade sagen. Nee, brauche ich aktuell nicht. So, einmal heilen. Achso, ich wurde geheilt. Stimmt, durch den Levelaufstieg. Nehmen wir nochmal ein paar Erfahrungspunkte mit. Auf dem Weg nach unten. Und dann probiere ich die noch einmal. Und dann sollte ich, glaube ich, doch mal mich auf genau auf einen fokussieren. Ja, ich glaube schon. Ja, mit Bumerang, gut, kann ich mich nicht auf einen fokussieren, weil er ja eh alle beide angreift. Aber halt mit dem Schwert. Das wird dann gehen. Vielleicht sollte ich nicht so pingelig sein und raushauen, was ich habe, weil ich habe ja auch einige MP-Erneuerungen dabei. Zauberwasser, Olepfiole. Da sollte ich, glaube ich, jetzt nicht so ganz kleinig sein. Wie sieht's eigentlich mit den... Okay. Naja, es geht. So. Dann nochmal den Weg hier nach unten gehen. Wenn mir ein Weg steht, wird beseitigt. Glitzert er jetzt wieder? Tatsächlich. Aber soll mir egal sein. So, jetzt gucken wir mal. Einmal voll heilen. So, dann einmal. Nein. Die hier benutzen. Die kleinen reichen jetzt fürs Erste. So, und dann auf geht's. Nochmal gegen die anzutreten. Dann Taktik, Befehle befolgen, bestätigen. So, du machst Fähigkeiten. Schleimschlachter bringt mir nichts. Zauber, genau. Was ist das? Erzeugt ein Erdsiegel, das dem Freund jedes Mal, wenn er eine Aktion ausführen will, Schaden zufügt. Oh, okay. Gehen wir auf A. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann Flammenhieb. Dann machen wir das beide auch. Dann machen wir das auch nochmal hier. Auf B.
Und greifen erstmal nur Greif A an. Das ist cool. Multiverlangsamung ist okay. Kann ich mitleben. So, aktuell sieht's gut aus. Oh, er ist schon gelb. Der Extraschaden, der ist gut. So, wie sieht es eigentlich aus? Okay, beide sind noch dabei. Ja, dann greifen wir an. Ich würde sagen, wir greifen jetzt B an. A sollte jetzt bald auch drauf gehen. Mit normalem Angriff. Okay, der hat doch mehr Leben als gedacht. Ach, der Ding ist schon wieder weg. Okay. Dann Fokus auf... auf A, aber ich muss mich heilen. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal eine Heilrunde einläutern. Und danach. Danach sollten wir es schaffen. So, wir brauchen mal starke Arznei. Das heilt auf jeden Fall ihn fast komplett. Und greifen wir an. Der erste ist schon mal down. Gut. Dann Flammenhieb. Oh, das wäre schön, wenn jetzt, wenn ich jetzt... Ah, sehr geil. Gut, dann schauen wir uns mal direkt die verbrannte Erde an. Okay. Ha! Easy! Cool. Alles klar. Gut, haben wir es jetzt erledigt. Perfekt. Ha! Amateurs. But who the hell were they? And what did they want with the orb? Well, whatever. It's back with its rightful owner now. And about time, too. You know, after they threw me in jail, I thought I'd never see this thing again. But here I am holding it. You're some kind of lucky charm, you know that? I've got a feeling that if I stick with you, everything will turn out okay. Just don't ask me what I mean by everything. That's my business. Right, I've done what I came to do. Guess we should head east and check out that door of departure place your grandpa mentioned.